Jo, Freunde, wegen Motorsportunterhaltung seid ihr grüßt heute hier in den 7. Hündchen Daily Race Sea of Rensage. Wir fahren hier die Gruppe 4 Kisten Alfa Romeo. Gefahr wird auf Medium. Let's go. Ein Pflichtstopp. Und ja, mal schauen, was das abgeht. Ich hoffe, es wird fair gefahren. Über oberste Priorität. Jetzt hier leider schon zwei Rennen, da wurde eher. Ja. Mehr Kleinholz geschnitzt als das hier irgendwelche Leute. Da ist wirklich interessiert waren, vernünftig miteinander umzugehen, stehe ich immer nicht. Warum man anderen und sich selbst da so das Rennen versauen muss. Aber naja. So, schon mal ein schönes Paket hier vorne. Oh Leute, was ist denn hier los? Okay. Nehmen wir erstmal mit die Plätze. Gar kein Problem. Da waren sich schon die ersten uneinig. So, da vorne, das wird auch wieder ziemlich knapp, so wie es ausschaut. Grip in der Lobby ist schon wieder sehr, sehr weird. Das wird auf einschießen. So, den Curb sollte man auch nicht zu stark mitnehmen. Haut es einer mal ganz schnell weg. So, da ist mal dran. Okay, da kommt die Box. Oh, hier auch alle möglichen Farben. Orange, gelb, türkis, schwarz. Da war noch irgendeine Farbe. Nochmal gelb, gelb-schwarz, aber ein bisschen. So, schießt euch alle ab hier. Das war wieder so klar, dass ich hier dazwischen bogeln muss. Ja, Hauptsache, wir bleiben auf der Strecke. Das Wichtigste. Digga, warum schiebst du jetzt so eklig? Oh, Alter, was soll das denn? Ich hätte jetzt fast gemault, deswegen. Gott sei Dank hat er jetzt keine Faxen gemacht. Boah, der Grip ist ganz komisch hier, der Bobby. So, P11. Das ist erstmal befriedigend. Der Italiener verbremst sich hier ein bisschen. Jungs, lasst euch Platz. Das nutzen wir gleich mal direkt aus. Ja, er ist mit seinem Frontrieb wieder so schnell, dass er direkt kontern kann. Lassen wir ihn mal vor. Ah, shit. Wollte ich jetzt nämlich noch kontern? Ich merke schon, das wird wieder hier
kompliziert. Der lässt mich auf jeden Fall nicht frei, wenn ich vorbei. Vorne hat es wieder gekracht. Sorry für den Zug im Hintergrund. So, jetzt aber. Ja, es reicht nicht, sein Vortrieb ist so schnell. No chance. Aber dafür sind irgendwann seine Reifen so down, genau, dass ich dann in der Kurve so viel schneller kann. Und er einfach weggeschnupft wird. Easy. Und Schuss. Boah, gleich direkt hier 10 Wagenlängen Vorsprung. Vielleicht auch ein Fehler gemacht, nicht drauf geachtet. Jawohl. Vor die Box. Da fährt sich schon in so einen Haufen Scheiße. Was macht Petey hier? Den habe ich auch schon unsanfte Bekanntschaft die Rennen zuvor gemacht. Ich hoffe, man lässt sich auf der Strecke. Einfach noch ein bisschen mehr Bums hätte, das wäre schon schmackhaft. Aber die Karre wahrscheinlich absolut OP. Jetzt kriege ich eine Strafe dafür. Perfekt. Wie ich es liebe, ey, ohne Witz. Wie ich es liebe, heißt das. Wäre ich auch einfach mal die Box gefahren. Ich muss echt sagen, solche Strafen machen mich richtig sauer, da muss ich übelst zusammenreißen. Da habe ich aber wirklich so ein mentales Problem. Zählt mich hier noch gut machen auf den davon. Das ist halt das Ding, wo komme ich jetzt raus, wenn ich. Ne, ich fahre noch eine Runde. Die Reifen sehen noch ganz vernünftig aus. Airwick bleibt auch noch draußen.
habe. War Airbag schon in der Box? Ich glaube schon. Aber die schnellste Runde, ich bin nicht wundern, wenn er führen war. Nicht drauf geachtet. So, ja, ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Ich hoffe, ich gebe das keine Strafe. Das war, glaube ich, ein bisschen zu spitz rein. Schon. Ah, Gott sei Dank keine Strafe. Guck mal raus. P8, okay. Unter dem Fronttriebe, dessen Reifen wahrscheinlich schon gut im Arsch sind, hoffentlich. So viel schneller hier ums Eck. Belastend. Ach, er kommt in die Box jetzt. Jo, wie lange ist er mit den Reifen gefahren? Gerade mit dem Fronttrieb, die würde ich gar nicht zu lange fahren. Ach, scheiße, jetzt krieg ich nochmal Verkehr. Das ist natürlich eher suboptimal. Bitte lass mich leben, bitte lass mich leben. Danke. Ehrenwert.
Ist 29.1, das ist stark von Erwig. Muss man mal sagen. Keine Ahnung, was hier die Weltspitze fährt, wahrscheinlich irgendwas 1,28 tief oder so, vermute ich mal. Wo bin ich auch schon gefahren. Hier mit dem Alpha. Das habe ich noch nicht gepackt. Bitte keine Strafe. Robben uns langsam ran an Boomer. Ah, shit. Auf jeden Fall schon Probleme mit seinen Reifen hier vorne. Würde ich mal behaupten. So wie er die Kurve hier schlecht mit seinem Fronttriebler. Oder ist noch ein Fronttriebler? Es ist so krass, wie schnell die auf der Geraden sind. Ja, da ist auch ein YouTube-Zeichen hinten dran. TV auch hart am Limit. Nein! Das kann alles sein, Mensch. Das ist das Kacke. Grip in der Lobby ist aber auch komisch, ey. Hat hier absolut Kampflinie. Boah, Ehrenwert. Das wäre sogar Platz. Oh, vielleicht kann man den nochmal
der Start-Ziellinie, weil ich hier besser durchkomme. Jetzt kommt natürlich ein Zug durchgefahren. Scheiße. Ah, egal. Hauptsache fair gekämpft. Ich muss sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Macht's gut, haut rein. Ciao.